Los geht's und es geht auch schon. Oh mein Gott. 2, 3, 4. Oh nein. Ich hab. Oh. Ey. Ey, was passiert hier? Alter, wie weit kann er denn laufen, Digga? Yo, Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder ein weiteres GTA-Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die zweite Folge von GTA Extreme. Auf jeden Fall, Leute, die erste Folge kam wirklich mega, mega gut bei euch an. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Und deswegen werden wir heute, Leute, das Ende der Welt erreichen. Wir werden versuchen, zum Nordpol in GTA 5 zu kommen und ob es tatsächlich ein wirkliches Ende der Welt überhaupt gibt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren und lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr einen dritten Teil haben wollt, aber ich würde sagen, starten wir auf jeden Fall direkt mit dem Video. So Leute, wie ihr wisst, ist die Map von GTA 5 natürlich riesig und in der letzten Folge haben wir es tatsächlich sogar geschafft, über dem Wasser zu laufen und sogar die gesamte Map von GTA 5, so riesig sie auch ist, in unter 30 Sekunden einmal komplett zu umkreisen und wie gesagt, wir werden auch heute mit richtig heftigen Mods hantieren, um tatsächlich das Ende der Welt zu erreichen, denn wie ihr mittlerweile wisst, ist es ja so, auch wenn die Map, Leute, eine gigantische Insel ist, ist es so, dass Rockstar Games es so angepasst hat, dass man ab einer gewissen Distanz, wenn man weit ins Meer hinausfährt, nicht weiterkommen kann. Doch wir werden versuchen, noch viel, viel weiter in diese Zone reinzukommen und sogar versuchen, diese Barrier, also diese Grenze, komplett zu, ja, eliminieren, ignorieren oder auf jeden Fall, wie ich es halt auch nennen kann. Leute, so und ich würde sagen, wir brauchen dafür ein richtig nices Gefährt. Digga, steig mal hier aus. Oh, what the hell, Alter, als ob du blutest, Junge. Pass mal auf deine Gesundheit. Mit dem Fagio werden wir es nämlich, Leute, schaffen. Wir werden Lichtgeschwindigkeit mit dem Fagio gleich erreichen. Nein, okay, Leute. Wir werden nicht mit dem Lichtgeschwindigkeit erreichen. Auf jeden Fall. Was wir aber als allererstes brauchen, ist natürlich entweder ein Boot. Und wir müssen natürlich auch an den nördlichsten Punkt von GTA kommen. Und ich denke, damit wir nur ein bisschen Fun haben, drehe ich mal die Beschleunigung und auch die Topspeed von diesem Wagen so ein bisschen auf, Leute. Ihr kennt es, dass man ja so richtig eskalieren... Kollege, so, ich habe jetzt, Leute, den Tuning-Shop mal aktiviert von Franklin. Er hat irgendwie Power, dieses Ding zum, keine Ahnung, explodieren zu bringen. Ich würde sagen, wir fahren in 3, 2, 1, los geht's und es geht auch schon. Oh mein Gott. Ich glaube, wir nehmen ein anderes Auto. Alles klar. Oh mein Gott, nein, die Müllabfuhr. Stopp, Müllabfuhr, halten Sie an. Stopp, er hält an. Lass mich durch. Oh mein Gott, nein, Müllabfuhr. Stopp, oh mein Gott, tut mir leid. Halten Sie kurz an. Oh mein Gott, ich bin mal wirklich gespannt, wie das aussieht, wenn ich damit richtig abgehe. Ey, da ist noch ein zweiter Müllwagen. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Nein. Stopp. Stopp. Okay, ich will an den Strand. Ich will nur an den Strand. Ich brauche... Alter, was ist hier los, Franklin? Der Wagen ist auf jeden Fall nicht dafür geeignet, dass man damit richtig Vollgas geben kann. Boah. Oh mein Gott, diese Action. Oh mein Gott. Ich kann das Ding nicht kontrollieren. Leute, ich tue nicht so, aber es ist... Ey, Mann, Franklin. Kann er sich nicht mal anschnallen? Merkt euch, Leute, schnallt euch immer an, dann wird euch das nicht passieren. Wie Franklin. Das ist... Franklin, du bist echt kein gutes Vorbild. Also, sonst seht ihr so aus wie Franklin und dann habt ihr auch am Auge so einen kleinen Kratzer. Das wollt ihr sicher nicht haben. Seid nicht wie Franklin. So, Leute, ich habe jetzt auch endlich einen, ja, kompatiblen Dad, würde ich mal zugeben. Und was wir jetzt machen werden, wir versuchen jetzt einfach mal so weit, wie es geht, aufs offene Meer hinauszufahren. Ich denke, jeder Mensch von uns hat das mindestens einmal probiert in GTA 5. Ich war sogar so einer der ersten Leute, als ich GTA 5 zum ersten Mal gespielt habe. Ich bin sofort ans Meer gedüst und dachte mir so, yo, wie weit kann ich eigentlich ans Meer hinausfahren? Und wir sehen schon, wir sind relativ weit weg von der Map, aber es ist immer noch, es ist noch überschaubar, würde ich auf jeden Fall sagen. Und da sehen wir auch schon den Schatten. Da drüber ist sogar noch ein weiteres Flugzeug. Okay, langsam verlassen wir die Map. Langsam geht es so in den Bereich, wo ich denke, jetzt wird es langsam kritisch. Wenn wir uns mal anschauen, wo wir auf der Map sind, wir sind eigentlich richtig nah dran. Also wirklich, wir sind da noch bei weitem nicht am Ende der Map. Okay, gibt es ein bisschen Turbulenzen. Machen wir einmal ein Barrel Roll. Ich hoffe, das ist ein Barrel Roll. 2, 3, 4. Oh nein, ich hab... Oh! Okay, Moment. Jetzt mal ein bisschen ernst nehmen. Wir fliegen hier auf jeden Fall mit 248 km/h. Leute, merkt euch, ich fliege mit einem Jet 248 km/h Topspeed. Das geht nicht schneller. Ich weiß, GTA ist nicht das realistische Spiel, aber so, jetzt so langsam. Ich sehe die Map nicht mehr. Doch, da hinten ist sie. Gut, warte mal, wo sind wir denn? Oh mein Gott, wir sind schon richtig weit weg. Wir sind schon wirklich, wirklich weit weg in dieser Map. Und ich merke, wir können immer noch weiterfahren. Immer noch alles easy, alles cool. Wir können mit dem Ding immer noch weiterfahren. 240 km/h. Easy going. Ich würde sagen, wir können jetzt ans Ende der Map. Rockstar, danke schön, dass du uns
dahin fliegen lässt. Aber jetzt eigentlich alles cool, hier passiert nichts. Okay, Moment, ich fliege jetzt hier schon, ich weiß nicht wie lange, aber, boah, oha. Moment, ich mache mal einen kleinen Messpunkt. Wir sind hier und der nächste Land... Oh mein Gott, 5 Kilometer, 5,5 Kilometer sind wir weit weg. Wir sind also schon über 5 Kilometer von Los Santos weg. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann die Map nicht mehr auf Los Santos sehen. Sie ist einfach komplett verschwunden. Oh. Ey! Ey, was passiert hier? Hey! Ja. Das habe ich total vergessen, dass der Jet tatsächlich kaputt geht. Oh nein, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Vorsicht, Franklin, pass auf. Ey, was ist das denn schon für ein schöner Fisch? Hai, tu mir bitte nichts. Komm, schlag den Hai, Franklin. Ah, komm schon, hau ihm eine rein. 1 gegen 1. Wovor hast du Angst? Come on, ich zieh dich ab. Komm schon, jetzt. Oh mein Gott, Angriff. Oh, wir haben ihn fast. Wo ist der Hai? Wo ist der Hai? Oh mein Gott, ja, nein, jetzt kriegt er uns. Ey, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey. Hä? Alles klar, Leute. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich mit ein bisschen mit Mods hantiere. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber das ist voll die creepy Ansicht. Alter, Michael, du siehst gar nicht gut aus. Vor allem, ich war gerade mit Franklin unterwegs, aber ich habe ja nichts dagegen, mit Michael zu spielen, aber... Sorry, Alter, what? Was ist das für ein Filter? Das sieht aus, als wären wir gerade irgendwie im Ende der Welt oder in der Hölle. So, ich lade mal einen neuen Spielstand, weil ich glaube, ich habe irgendwas mit dem Spiel gemacht. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. So, Leute, zweiter Versuch. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe, glaube ich, noch nicht so wirklich die Speed aktiviert bei dem Fahrzeug. Und ich glaube, wenn wir die Speed jetzt so richtig aufdrehen wie in der letzten Folge, dann sollte das schon passen. Dann werden wir, glaube ich, diese Grenze auch durchbrechen. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Nein, wir machen ihn gleich kaputt. Oh, oh mein Gott. Das war knapp. Alter, 800, 900 km. Ich kann... Oh, Junge, komm schon, wir kriegen die Kurve. Oh mein Gott, pass auf. Junge, 1030, 1050. Wir fliegen fast 1100 km. Oh mein Gott, dieser Schwerflug. Ja, aber eigentlich easy, easy. So, jetzt mit Top Speed. Ich denke, jetzt sollte es möglich sein, auf jeden Fall so weit zu kommen, dass wir... Guck mal, Leute, wie weit wir jetzt schon sind. Wir sind jetzt in dieser kleinen Zeit schon so weit gekommen. Und wie wird das aussehen, wenn wir in 30 Sekunden... Ich habe keine Ahnung, Leute. In 30 Sekunden, würde ich sagen, sind wir schon lange, lange, lange über dieser Grenze hinaus. Schaut mal, Leute, wir sehen diesen Map nur noch in einer ganz, ganz kleinen Teilansicht. Ich habe nicht mal die Räder eingefahren. Oh mein Gott. Nein! Nicht schon wieder! Aber wir fliegen! Wir fliegen noch! Wir fliegen immer weiter. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Nein, 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 nein. Nein, wir sind so weit von der Map entfernt gewesen, das ist richtig krass. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Jet ist eigentlich kaputt, aber trotzdem, wenn ich die Gastaste gebe, ich kann immer noch Gas geben. Ich kann immer noch Gas und bremsen. Oh, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Vorteil, weil auch wenn unser Helikopter, ich meine unser Jet kaputt ist, können wir uns trotzdem fortbewegen. Das wäre schon eine ziemlich coole Idee. Aber wie gesagt, jetzt versuche ich mal den Jet unzerstörbar zu machen und dann sollte es auch, glaube ich, klappen. So, Leute, dritter Versuch. Jetzt ist es, glaube ich, soweit. Jetzt steuern wir auf den Nordpol zu. Ihr wisst es ja, ihr seht unten links auf der Minimap ja diesen Nordpunkt. Gerüchten zufolge soll dieser Punkt irgendwo ein Ende finden und irgendwo in der Map existieren. Und zwar nur als Basis, dass man tatsächlich einen kleinen Fixpunkt hat. Und wenn man diesen Punkt erreicht, ist man sogar über dem Nordpol hinaus. Und ich will mal sehen, ob das Ganze sogar auch mit dem Jet möglich ist. Und was mir gerade auffällt, ich muss, glaube ich, die Speed mal wieder ein bisschen aufdrehen. Wir müssen mal wieder ein bisschen an der Topspeed feilen. Oh, wo sind wir? Oh, ich habe schon gedacht, okay. Leute, 3, 2, 1, go. Jetzt lädt es los, Alter. Wir fliegen jetzt fast 1000 km/h und wir steuern direkt auf den Nordpol zu. Normalerweise sollte der Jet jetzt auch gar nicht mehr kaputt gehen, weil ich habe ihn jetzt nämlich gefixt. Das heißt, der kann gar nicht kaputt gehen. Normalerweise soll es nicht gehen. Aber ja, 1180 km/h fliegen wir jetzt Richtung Norden. Ihr seht jetzt schon, dass wir wirklich, und ich meine wirklich, wirklich, wirklich weit weg sind. Unser Wegpunkt liegt hier und der ist, was? Wir sind 10 Kilometer jetzt schon im Norden. Das ist sehr krass. Oh mein Gott, da ist der Nordpol. Wir haben den Nordpol gefunden in GTA 5. Stopp, halt an. Halt an. Oh, oh mein Gott. Da ist er. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, Alter, was ist gerade? Die Sonne ist auch voll komisch. Leute, da seht ihr es auf der Minimap. Da ist der Nordpol. Da ist dieser Nordpunkt. Krass. Das ist echt krass.
Als ob wir jetzt schon da sind. Oh mein Gott. Ey, das ist übelst krass. Was? Michael! Hallo? Ey, wie weit ist der Nordpol jetzt entfernt? 18 Kilometer. Leute, ihr habt es jetzt. 18 Kilometer muss man in den Norden fliegen, um den Nordpol zu erreichen. Ich weiß, es ist mega unrealistisch. Normalerweise, Leute, ihr kennt mich. Ich weiß nicht, was es ist in Videospielen. Ich habe übelst Angst, wenn ich mich nicht an die Gesetze des Spiels halte, weil dann Dinge passieren können, wo es einfach unberechenbar ist. Leute, da ist der Nordpol in GTA 5. Das Ding ist, ich kann es euch kurz erklären. Rockstar Games hat es einfach so gemacht. Sie waren ein bisschen faul als Entwicklerstudio. Die haben den Nordpol einfach, die haben nämlich den nördlichsten Punkt des Spiels an einer Stelle platziert, den man normalerweise als Spieler nicht erreichen kann. Und deswegen, ich scrolle runter und runter. Und immer weiter runter. Und da, so Leute, so weit ist es entfernt. Also gar nicht so weit, wie ich eigentlich dachte. Wir haben es, glaube ich, innerhalb von einer Minute schon erreicht. Aber es ist eine richtig krasse Distanz. Und da seht ihr es, Leute, höchstpersönlich. Der Nordpunkt, Nordpol oder der nördlichste Punkt des Spiels ist erreicht. Aber ich glaube, man kann noch ein Stückchen weiterfahren. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir es jetzt allerdings mit einer etwas anderen Mod aus. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall zurück an Land. Und ich würde sagen, ihr kennt ja die Mod, die ich letztens in dem letzten Video aktiviert habe. Wenn ihr das Video noch nicht angeschaut habt, Leute, ich glaube, das ist richtig durch die Decke gegangen. Checkt es auf jeden Fall oben links aus. Und wir werden die gleiche Mod jetzt noch einmal aktivieren. Und dann werdet ihr sehen, was es wird richtig abgehen, Leute. Und zwar, es gibt eine Sache, die ich euch gar nicht gezeigt habe von der Mod, was sie richtig cool macht. Und zwar, jetzt verlangsame ich die Zeit nämlich in der Silverlight Mod und ihr seht, dass ich sie jetzt nicht auf unendlich lange langsam eingestellt habe, sondern eher auf Zehntelgeschwindigkeit. Das heißt, ich gehe in dem Tempo des Wagens. Und wenn ich mich jetzt dazu entschließe, Leute, der Wagen muss einfach nur gegen mich prallen. So, ich bleibe jetzt hier stehen. Der Wagen bremst. Ich kann ihn mit meiner Kraft wegdrücken. Warum hält das Auto nicht an? Oh, Junge. Alter, der hat's ja voll erwischt. So, Leute, und jetzt habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe die Zeit jetzt so langsam gestellt. Ihr seht, eigentlich ist alles still geblieben. Eigentlich bewegt sich jetzt so gut wie gar nichts mehr. Und oh mein Gott, ich liebe es, in diesem Spiel, in dieser Mod, einfach alles kaputt zu machen. Und jetzt dann wieder... Franklin, geht's dir gut? So, jetzt gehen wir nochmal an den Strand. Und ich versuche mal... Versuchen wir das Ende der Welt zu erreichen. Wir sind auf dem Wasser. Okay, Leute. Und jetzt sprinten wir einfach, bis es nicht mehr geht. Wir sprinten, bis es nicht mehr geht, Leute. Wir laufen und laufen und laufen und laufen. Alter, Franklin läuft immer noch. Alter, wie weit kann er denn laufen? Digga! Er ist weg! Er ist einfach weg! Was? Die Kamera ist gefreezed. Es ist einfach alles weg. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe wirklich jetzt keine Ahnung. Ich habe gerade einfach nur auf Pause gedrückt. Kann mich jemand wieder nach Hause bringen? Hallo? Was? 36 Kilometer. Die sind gerade in... Ich weiß nicht, Leute. In 10 Sekunden 36 Kilometer gelaufen. Krass, Leute. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen dritten Teil haben wollt, wo wir den höchsten Punkt der Map erreichen wollen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In der Mitte könnt ihr kostenlos abonnieren. Und wie gesagt, Leute, Support ist auf jeden Fall kein Mord. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mich mega freuen. Checkt die anderen Videos links und rechts im Bild aus. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. ID-Zug ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.